Genau, und das ist jetzt auf jeden Fall ein neues Modul. Sieht eigentlich, ja, ziemlich fresh aus, also so Luftballonartig, Heißluftballonartig halt, ne? Willkommen Leute zu einer neuen Runde Jump League. Heute fangen wir das Ganze noch hier im Multiplayer-Menü an, denn wie ihr schon sehen könnt, es gibt 18 neue Jump League-Module. Und ja, ich würde sagen, wir joinen einfach mal auf den Server und schauen, dass wir vielleicht den ein oder anderen, das ein oder andere Modul finden. Ich bin hier gerade noch bei Clickit und gehe mal ganz kurz zu Jump League rüber. So, und wir gehen einfach jetzt mal in Jump League 8 rein und starten das Ganze hier. Und ich muss sagen, ich habe jetzt schon halt ein paar Runden so Jump League gerade gespielt. Und ich habe auch das ein oder andere neue Modul gefunden, da schon spielen können. Und an sich haben sie mir auf jeden Fall ziemlich gut gefallen. Also sehr abwechslungsreich auf jeden Fall. Oh, da haben wir glaube ich schon das eher... Nee, das ist nicht neu. Obwohl, das da hinten ist glaube ich doch neu. Also das mit dem Sand ist nicht neu. Aber das mit dem Luftballon kommt mir gerade nicht so bekannt vor. Okay Leute, ich würde sagen, es geht los. Wir versuchen unser Glück. Und let's go, Leute. Ich habe jetzt für die Folge auch gar kein besonderes Team oder sowas vorbereitet. Bis auf, dass ich vielleicht noch einmal ganz kurz ansprechen wollte zum 150 Kills QSG-Video. Und zwar habe ich mir da Folgendes überlegt. Dass es halt entweder jetzt am Wochenende kommt, je nachdem, wie ich das zeitlich schaffe. Ich will da keine falschen Versprechen machen. Und deshalb gab es das halt noch nicht dieses Wochenende, weil ich halt einfach keine Zeit hatte. Ich habe das jetzt nicht irgendwie vergessen oder sowas, aber das nimmt halt schon wirklich viel Zeit in Anspruch und dann muss ich einfach mal schauen, wie ich das so zeitlich hinbekomme. Deshalb seid mir da nicht böse, wenn ich das jetzt nicht direkt irgendwie hinbekommen habe. Ich habe es jetzt nicht vergessen oder sowas, sondern muss das Ganze noch aufnehmen. Besonders ich möchte auch mit der Aufnahme zufrieden sein, weil es halt einfach ein richtig, richtig langes Video sein wird. Und ich habe es nicht vergessen und dann wirst du halt Bescheid, wenn alles klappt, kommt jetzt einfach irgendwann an diesem Wochenende. So, ich würde sagen, wir jumpen einfach mal runter und sind jetzt schon beim dritten Modul. Genau, und das ist jetzt auf jeden Fall ein neues Modul. Sieht eigentlich, ja, ziemlich fresh aus, also so Luftballonartig, Heißluftballonartig halt, ne? Sollte man, denke ich mal, erkennen können. Und so, jetzt hier der Leiterjump. Das sind jetzt hier auch komplett neue Jump and Runs oder Module für mich. Oh Mann, das war mega unnötig. Das sind hier auch komplett neue Module für mich. Ich habe die jetzt wirklich... Also diesen Luftballon habe ich jetzt noch nie gespielt. Und ich fliege gerade echt unnötig runter. Also diesen Heißluftballon habe ich jetzt noch nicht gespielt. War ich jetzt hier in der Kiste? Ja. Diesen Heißluftballon habe ich noch nicht gespielt, aber... Oh, da sehen wir, glaube ich, schon... Nee, das ist glaube ich, gar kein neues. Aber das hier. Also es gibt auch wirklich ein paar Module, die sind halt einfach mega simpel. Aber sind auf jeden Fall gar nicht mal so schlecht aufgebaut. Also, die gefallen mir auf jeden Fall sehr gut. Und ich muss jetzt mal schauen. Es kann nicht sein, dass ich permanent runterfliege. Okay, da muss ich dann so einen Doppeljump hier machen, um da drauf zu kommen, weil sonst wird das hier offensichtlich nichts. So, und dann jetzt hier so zack, zack. Okay, dann zack, zack. Oh shit. Oder auch nicht. Oh Mann, irgendwie fail ich hier gerade arg bei diesem einen Jump. Ich verstehe ja nicht so ganz, warum. Irgendwie ist der gar nicht mal so schwer, aber irgendwie verkacke ich trotzdem. Also ist es doch schwer, Mann. So, jetzt hier aber. Okay, der erste und der zweite und der dritte. Ich glaube, dieses Modul ist auch neu dazu gekommen. Also es kommt mir jetzt gerade nicht bekannt vor oder sowas. Okay, sind wir schon mal weiter. Das hier sollte aber... Ja, doch, das hier. Warum ist hier eine normale Kiste? Ist das jetzt so beabsichtigt oder... Wie sieht das aus? Ich weiß es nicht, Leute. Das kann ich eigentlich wegschmeißen, so. Also das Modul ist definitiv neu und ich... Ah, okay, die Ender-Chest ist jetzt noch da hinten. Ich habe jetzt gedacht, dass erstmal... Also im ersten Moment habe ich gedacht, dass vielleicht jetzt irgendwie die Ender-Kiste durch eine Kiste irgendwie vertauscht worden ist. Also nicht beabsichtigt. Ich das... Och nein, ach man, das war jetzt wieder so unnötig. Egal, einfach weiterspringen. Und ihr merkt, ich bin auch noch nicht so geübt in den Jumps, eben weil sie gerade neu dazu gekommen sind. Aber ich denke mal, das ist halt einfach eine Frage der Zeit, bis man diese Jumps dann auch drauf hat. Okay, dann sind wir auch momentan auf dem ersten Platz. Das hier sollte, glaube ich, auch nicht neu sein. Sollte eigentlich nicht neu sein, nee. Hoffentlich. Irgendwie, ich habe, also, als ich das erste Mal das gespielt habe vorhin, also Jump League, habe ich mir so gedacht, ey Mensch, kennst du jetzt nicht die Maps irgendwie? Also,
ich habe mich so gefragt, hä? Die gab es jetzt aber nicht früher, oder? Und dann sehe ich so 18 neue Jump League Module. Nur ich habe mich so gefragt, okay, warte mal, ist das jetzt hier neu dazu gekommen, also die Module, oder war das so, dass es die schon gab? Und dann wurde ich stutzig. Aber dann habe ich einen Admin auf dem Teamspeak nachgefragt und dann hat er das bestätigt. Und somit weiß ich, dass ich jetzt hier keine Halluzination habe. Ja, hätte ja auch sein können, dass ich die irgendwie noch nicht so ganz realisiert habe. Okay, so, jetzt hier weiter. Modul 9 ist das Ganze jetzt. Okay, das ist jetzt das mit diesen komischen Gläsern. So. Okay, momentan sind wir noch nicht so krass equipped. Also ich hoffe einfach mal, dass wir jetzt gleich vielleicht noch ein paar gute Sachen bekommen. Okay, ich schmeiße meinen Eisenhelm weg und rüste den neuen aus. Das macht natürlich wieder sehr viel Sinn. Fliege einfach mal anschließend runter. Hier jump ich eigentlich immer durch, damit ich diesen... Ah Mann. Damit ich diese... Keine Ahnung, diesen... Dieses Feeling nicht verliere. Oh Mann, was glaube ich für eine Scheiße. Aber keine Ahnung, manchmal ist es halt einfach praktischer, wirklich durchzurennen bei einigen Jumps, wenn man dann den Jump richtig ansetzt, sodass man halt wirklich einfach durchrennen kann, wenn man denn auch abspringt. Nicht so, wie ich das jetzt gerade tue. Oh Mann, ich sollte vielleicht auch an dieser einen Stelle stehen bleiben, weil das... Mann, das schaffe ich gerade gar nicht. Ich bin so ein richtiger Mongo gerade. Ach. Hä? Hä? Ich habe meine Schuhe weggeschmissen. Nein, nicht die Schuhe. Okay, dann muss ich mich jetzt mal anstrengen. So, hier konnte man das, glaube ich, so machen. Genau, hier so. Dann einfach so nochmal. Und dann so einmal aufspringen. Auch nochmal aufspringen. Und dann zack, perfekt. Okay, Modul Nummer 10. Und das ist auf jeden Fall ein altes Modul. Das weiß ich. Gut, dann hoffe ich jetzt mal, dass wir uns hier besser schlagen können. Haben auch noch ein paar EXP-Flaschen gefunden. Ist auf jeden Fall sehr nice, aber leider haben wir kein Enchantment Table, deswegen bringt er uns nicht unbedingt weiter. So, dann können wir uns hier umdrehen, hoch, hoch und dann, ja, da ist da das Ende, das ist auf jeden Fall sehr gut. Oh shit, Leute, ich habe jetzt gedacht, die fliegen runter. Okay, wir haben wenigstens noch die Schuhe bekommen, also Diamantschuhe, von daher sind die Eisenschuhe jetzt kein allzu großer Verlust gewesen. Gold kann ich eh nicht gebrauchen. Egal, ich würde sagen, wir machen jetzt noch eine Rasiererrunde. Vielleicht schaffen wir es ja auch hier schnell durchzukommen. Dann werde ich auf jeden Fall noch eine Runde dranhängen. Weil dann könnt ihr halt einfach nochmal sehen, welche Module neu dazugekommen sind. Dann zeige ich euch halt einfach ein paar mehr Module. Ich denke mal, da wird sich niemand beschweren. Und okay. Jump Baby, ich haben wir doch... Alter, der hat uns. Was? Alter, wir haben ihn doch mega gut getroffen und so. Das wundert mich gerade krass. Weil ich eigentlich auch, ja okay, rüstungstechnisch sind wir eigentlich auch gut ausgerüstet. Oh shit. Okay, nein! Shit, Leute. Der hätte jetzt wahrscheinlich gedacht, der könnte uns bekommen, aber das lasse ich nicht zu. Hä? Ach, der ist down! Lol, ich habe gedacht, der sneakt jetzt irgendwie hinter der Mauer oder sowas. Weil er auf einmal tot war, aber nee, der ist gestorben. Okay, krass, hätte ich jetzt nicht gedacht. So, und dann haben wir dich auch noch. Oh Mann. Und er staut ihn einfach ab in der letzten Sekunde. Jö. Hä, ignorieren die sich oder was ist hier los? Shit. Oh Mann, das war dumm. Alter, das ist doch nicht normal. Was machen die denn? Okay, der hat jetzt erstmal einen Regenerationseffekt bekommen. Deshalb sollte ich da auf jeden Fall aufpassen. Oh shit, er hat ein Steinschwert. Da ist er mir auf jeden Fall überlegen. Und das meine ich, ich kam jetzt bis zum Modul Nummer 10. Also bis zum Ende und wo ist mein Brot hin? Lol. Auf jeden Fall kam ich bis zum Ende und bemerke einfach so, ja, okay, ich habe ein Holzschwert, was natürlich sehr geil ist. Nicht. Und ich muss mich jetzt gleich umdrehen. Ich möchte erstmal raggen und dann werde ich mich gleich umdrehen und den hoffentlich eine gute Kombo verpassen. Okay, der Narwal. Oh, ja, da kommt der eiskalt von hinten. Ich glaube, es hackt. Okay, yo, da kommt noch einer, ist klar, wahrscheinlich, oder? Ist eigentlich wahrscheinlich. Okay, gut, jetzt konnte ich wenigstens noch mal ganz kurz was essen, weil ich habe echt nicht viele Herzen, seht ihr ja gerade selber. Und ich würde auch mal, ist klar, die Kiste ist jetzt auch schon despawned, wo das Schwert drin war von dem. Läuft auf jeden Fall nicht so gut. Okay, Leute, dann müssen wir uns jetzt nochmal umdrehen. Sonst wird das nichts.
Der hat gar keinen Sinn, so. So, ich versuche jetzt noch Vanilla-Cola zu töten. Die hat nämlich nicht so gute Ausrüstung. Ich denke mal, die können wir eher bekommen. Und die hat noch 2 Herzen. Ja, dann würde ich sagen, machen wir es einfach mal. Wir gehen auf Vanilla-Cola. Dann können wir wenigstens noch den Regenerationseffekt bekommen. Shit, Leute. Shit, shit, shit. Wird das hier was? Wird das hier was? Und ich müsste Vanille-Cola gegen irgendwas boosten. Oh Mann. Hä? Was? Yo! Er stoppt einfach nochmal diesen Kill ab. Was ist denn das hier eigentlich? Ich glaube, es hackt, ey. Alter, krass, okay. Krass, krass, krass. Okay, da müssen wir jetzt nochmal versuchen, vielleicht einen Regenerationseffekt zu bekommen. Vanille-Cola war ja dann relativ low, wie ich annehmen könnte. Und so, jetzt aber. Oh, gegen eine Wand. Okay, ganz nice, ganz nice. Und er sieht so verlegen aus, dass er sich da umdrehen möchte. Ich muss jetzt auch ganz kurz was essen. So, und jetzt gegen die Wand mit dir. Und er kommt auch gleich wieder, ne? Gleich kommt auch wieder, oder? Ne, erstmal nicht. Oh. Alter. Alter, war das knapp. Er kam einfach in dem Moment, wo ich fast gestorben wäre. Und dann habe ich ihn aber auch noch bekommen. Nice. Ja, Leute. Ich würde sagen, in diesem Sinne, das war's eigentlich schon von dem Video. Wir können das ja so machen. Wenn ihr, sag ich mal, mehr Bock habt, also wenn ihr noch Bock habt auf Jump League und vielleicht morgen noch ein paar neue Module sehen wollt, dann könnt ihr gerne eine positive Bewertung hinterlassen. Und dann werde ich auf jeden Fall morgen noch ein Jump League Video hochladen. Und ja, ich würde sagen, das war's von dem Video. Ich bedanke mich herzlich fürs Zuschauen. Und lasst ein Like da, dann kommt morgen nochmal eine Jump League Folge. Und da zeige ich euch noch ein paar neue Module. Bis dann und ciao, Leute.